Und da ist wieder die alte Frage, wie mache ich das am besten? Ich habe hier ein Aluminiumblech, das ist 3 mm stark, das soll an der einen Seite einen Radius bekommen, auf der anderen Seite eine Kontur. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ich könnte schleifen, ich könnte es austrennen, ich könnte es mit einem Plasmaschneider schneiden. Richtig ideal ist das alles nicht. Am schönsten wäre es, hätte ich so eine richtig schöne Metallbandsäge mit so einem schönen Sägetisch und da würde ich mir das dran ausschneiden. Das wäre wirklich perfekt, sowas habe ich leider nicht. Und darum bastle ich mir sowas heute. Das ganze Projekt mache ich mit der Parkside Metallbandsäge. Es gibt aber sehr, sehr viele baugleiche Sägen. Ich habe mittlerweile eine andere Metallbandsäge, die ich nutze. Die steht jetzt nur noch in der Ecke und dafür ist sie natürlich viel zu schade. Denn die Grundkonstruktion, das Untergestell ist nicht ganz so toll, aber die Säge an sich, 1100 Watt, Drehzahl reguliert, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Die kann man wirklich gut nutzen und darum bauen wir uns dafür heute eine Vorrichtung, dass wir die als Sägetisch benutzen werden. Und ich habe da so ein paar Ideen und mal gucken, was wir daraus machen. Im ersten Schritt schraube ich jetzt hier die Säge vom Untergestell ab. Dafür brauche ich einfach diese drei Schrauben, die ich hier löse. Und schon hätte ich im Prinzip eine handgeführte Säge. Da kann man die Säge wirklich auch super nutzen. Dafür ist hier vorne auch dieser Griff. Und den Griff kann ich jetzt auch abschrauben. Da ist eine M6er Schraube drin. Wenn man sich das ein bisschen näher anguckt, sieht man aber, es ist eine 8er Durchgangsbohrung. Das heißt, ich kriege hier auch problemlos eine M8er Schraube durch. Oder wie ich das hier mache, eine M8er Gewinde. Stange. Für die Aufnahme habe ich jetzt einfach geguckt, was ich so an Resten habe. Ich habe hier Winkelstahl 40x40x3 mm, der ist hier wirklich perfekt. Den schneide ich mir ab, den runde ich ein bisschen, dass er wirklich in diese Kontur reinpasst und im nächsten Schritt bohre ich das Ganze. Das kann ich mir einfach durchzeichnen durch die Bohrung, bohre mir das Ganze mit 8,5 mm Bohrung, kann das Ganze anschrauben, noch mal ein bisschen nachschleifen in der Form. Das Schleifen mache ich alles an meinem schönen Bandschleifer und schon habe ich den ersten Punkt erledigt. Ich habe hier oben eine richtig schöne Aufnahme geschaffen. Für die untere Aufnahme nehme ich wiederum Winkelstahl. Hier könnte ich auch den 40x40 benutzen. Ich nehme hier aber einen anderen Rest von mir. Das ist 20x20 Winkelstahl, ebenfalls 3 mm. Ich schneide mir hier zwei Stücke ab mit ein bisschen Aufmaß. Die muss ich hinterher noch anpassen mit 140 mm. Wenn man sich das jetzt so anguckt, das sieht aus, als wenn es dafür gemacht ist. Ich hatte mir vorher deutlich komplexere Aufnahmen ausgedacht, wie ich das Ganze aufnehme. Im Prinzip ist es immer eine ganz simple Sache und die einfachsten Sachen sind meistens die besten. Ich zeichne mir hier zur Sicherheit auch nochmal zwei Bohrungen an, bohre also jeden Winkel einmal, dass ich hier auch nochmal eine Schraube durchführen kann, dass die Säge hier unten auch nochmal aufgenommen wird. Wichtig ist auch, die Bedienungselemente, die werden hier nicht beeinträchtigt, das heißt, ich kann die Säge hinterher auch noch perfekt bedienen. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Jetzt brauche ich natürlich noch eine ganz normale Grundplatte. Da würde ich natürlich normal Stahl benutzen. Ich habe meine Restekiste durchgeguckt und da habe ich hier noch dieses Edelstahl-Flachmaterial aus 4 mm. Das benutze ich hierfür. Normal natürlich Stahl benutzen in der Form. Aber wenn man nichts anderes hat, bevor ich mir jetzt irgendwas kaufe, nehme ich natürlich Edelstahl. Das säge ich hier ganz normal an meiner Metallbandsäge. Das ist jetzt eine doppelte Geschwindigkeit, ist trotzdem immer noch eine irre Schnittgeschwindigkeit. Das ist ein feines Sägeblatt. Damit kann man sowas wirklich gut sägen. Vorher ein bisschen Schneidöl dran ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und dann kann man das hier problemlos durchsägen. Zwei Sägeschnitte und dann habe ich hier ein richtig schönes Stück, auf das ich das Ganze aufsetzen kann. Die Säge habe ich jetzt übrigens seit 2 Jahren, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Das sieht man auch wirklich an den Sägeergebnissen, dass das wirklich toll ist. Man braucht ab und zu mal ein neues Sägeband, aber das ist es auch wirklich. Wenn ich das jetzt hier kontrolliere mit einem feinen Sägeband, ist die hier durchgegangen wie Butter. Sägeschnitt ist wirklich akkurat. Sieht man hier an diesem, das unten war die Anschlagskante, ist wirklich perfekt und das auf beiden Seiten. Die Grundplatte kriegt jetzt ein paar Bohrungen, die will ich natürlich hinterher an die Wand anschrauben. Für dieses Video werde ich das Ganze an meinem Schweißtisch befestigen, ganz einfach, weil ich das da viel besser filmen kann, euch viel, viel besser zeigen kann. Jetzt kann ich die Säge auf die Platte montieren. Das heißt von wegen, ich stelle die erstmal drauf. Ich habe vorne nur die beiden 40 mm Winkel erstmal montiert. Damit fangen wir an. Danach richten wir alles aus. Wenn ich die hier drauf stelle, kann ich so richtig schön hier oben über diese Kante loten beziehungsweise über das Sägeblatt loten, dass das Ganze auch zur Platte fluchtet. Jetzt wollen wir das Ganze erstmal anheften. Das heißt, wir machen erstmal nur kleine Punkte. Punkte sind immer gut. Die kann man hinterher wieder lösen. Man kontrolliert
justiert das Ganze zwischendurch nochmal und dann kann man es ein bisschen stärker abheften. Ich habe hier wirklich alles nur geheftet und habe es ganz am Ende erst geschweißt, wo ich mir sicher war, dass wirklich alles so bleibt. Das ist immer die beste Vorgehensweise. So ein Hefter kann man ganz schnell wieder lösen. Wenn alles verschweißt ist, dann ist es natürlich immer schwierig, das Ganze wieder zu lösen. Die Säge an sich soll natürlich schön gerade laufen, das ist jetzt in der Form nicht. Dafür habe ich einfach in meine Restekiste geguckt. Ich habe hier eine Mutter gefunden, das ist eine M16er Mutter, die habe ich hier untergesetzt, habe das so hingeschoben, bis die Säge, bis das Sägeblatt wirklich richtig schön in Waage ist. Und dann habe ich diese Mutter hier unten einfach auch eingeheftet, angeschweißt. Das ist jetzt natürlich eine irre Kombination. Stahlwinkel, Edelstahlplatte und dann hier eine verzinkte Mutter. Das heißt, ich nehme einfach das, was ich habe. Das zeigt auch, wie einfach das Ganze ist. Die könnte man jetzt auch abschleifen, anschweißen. Ich habe jetzt einfach ein QSI 3 Lot genommen, habe hier ein paar Punkte gemacht, habe unten eine kleine Naht gezogen. Die zweite Aufnahme, die kleinen 20x20mm Winkel, die hatte ich vorher mit Aufmaß abgesägt. Im Prinzip kann man die jetzt auch in dem Schritt erst fertigen. Aber ich hatte mir erstmal Gedanken über die Aufnahme gemacht, dann Gedanken darüber gemacht, wie ich das Ganze auf eine Platte bringe und, und. Also das Ganze hat sich so Schritt für Schritt entwickelt. Man könnte sie im Prinzip auch jetzt erst zuschneiden. Beim Heften sieht man jetzt wirklich einen spannenden Effekt. Ich hefte das Ganze nur ein kleiner Punkt, dann zieht das richtig rüber. Das ist ein Wickhefter, der ist schön flexibel, den kann ich einfach wieder hindrücken. Ist aber spannend, wie sich das Ganze so immer verzieht. Das heißt, ich hätte es festhalten können, hätte es weniger verzogen oder ich hätte halt gleich die Schraubzwinge angebracht. Ich hefte das Ganze vernünftig ab, damit diese ganze Konstruktion Stabilität bekommt. Ich habe sie am Ende alles wieder auseinandergeschraubt, habe sie geschweißt, habe sie lackiert oder habe Stückschweißungen dran gebracht. Alles komplett schweißen muss man nicht. Zum ersten Testen jetzt, um sie weiter zu montieren, bringe ich hier einfach seitlich so einen Kantwinkel und montiere das Ganze einfach erstmal an meinen Schweißtisch. Ich würde mal behaupten, das Ganze sieht alles andere als schlecht aus. Es ist eine ganz einfache Konstruktion, kostet wirklich nicht die Welt. Der ein oder andere hat das sogar als Rest da. Ansonsten ein bisschen Flachmaterial, ein bisschen Winkelstahl und dann kann man sich sowas hier in der Form anfertigen. Das nächste, worüber ich mir Gedanken machen muss, ist natürlich der Sägetisch. Dabei bin ich natürlich von den Maßen eingeschränkt bzw. limitiert. Ich habe hier die Diagonale, ich will den Tisch hinterher von hinten einschieben, habe hier 165, 170 mm grob, die ich dann nehmen kann, dass ich den wirklich bequem einschieben kann. Ich habe dann 170 mm mal 200 mm. Das ist auch eine 3 mm Aluminiumplatte. Die habe ich mir angezeichnet, die habe ich zugeschnitten. Ich habe hier in der Mitte einen Schlitz eingebracht und habe die Kanten alle richtig schön am Bandschleifer gerundet. Und das sieht jetzt schon mal richtig nach Sägetisch aus. Die Platte müssen wir natürlich in der Form noch befestigen. Ich habe hier unter diesen dunklen Winkel, den kann ich ganz einfach abschrauben. Der ist verschiebbar, das heißt, die Schraube geht in einen Nutenstein und die läuft in einer Nut. Wenn ich das abschraube, kann ich das hier problemlos auf mein Blech übertragen, kann das also bohren, mein Blech, kann das Ganze senken und dann kann ich die Platte hier wieder in der Form anschrauben. Das wird natürlich noch nicht ausreichen, es reicht aber für erste kleine Sägeversuche und ich bin natürlich ein Spielkalb, darum habe ich das Ganze erstmal ausprobiert, habe hier erstmal ein bisschen gesägt, habe hier 3 mm Aluminium gesägt, was ich hinterher auch sägen will, habe hier Vierkantrohre gesägt und habe sogar 6 mm gesägt, das geht ja auch alles wirklich problemlos. Und man merkt, das Ganze funktioniert und dann ist man natürlich deutlich motivierter, hier weiterzumachen. Für zusätzliche Stabilität habe ich hier einfach an meine Grundplatte einen Winkelstahl angeheftet. Das ist die beste Möglichkeit, den habe ich hinterher komplett natürlich verschweißt. Ich habe lange an der Säge geguckt, ob ich da einen Anschlagpunkt habe, ist aber eher schwierig. Das heißt, ich habe den Winkel hier untergeführt, habe den vernünftig ausgerichtet, habe den verbohrt, habe in den Winkelstahl ein Gewinde eingeschnitten, habe die Platte an der Stelle gesenkt und dann hat man da wirklich eine sehr feste, sehr solide Platte. Anschließend habe ich die ganze Konstruktion demontiert, habe das Ganze lackiert, habe es trocknen lassen und habe mich dann erstmal um die Elektrik bzw. darum gekümmert, wie man die Maschine hinterher bedienen soll.
Die Bedienung sollte hier natürlich sicher sein. Man sollte beide Hände frei haben. Darum benutze ich einen Fußschalter. Sowas kriegt man für ungefähr 20 Euro bei Amazon. Ich werde den hier unter natürlich verlinken. Das ist jetzt hier ein Klebeband. Das hatte ich vorher angebracht für meinen ersten kleinen Versuch. Dafür ist das sicherlich mal okay. Aber danach habe ich hier diesen Fußschalter montiert. Das ist alles andere als ein Hexenwerk. Und jeder, der hier in der Form in der Lage ist, dass er, sage ich mal, eine Steckdose zu Hause vernünftig montiert, der bekommt das auch hin. Ich habe hier die verschiedenen Schrauben, die brauche ich im Prinzip nur lösen, dann habe ich das Ganze freigelegt. Ich werde das hier nicht im Detail zeigen, welches Kabel ich an welches anschließe. Wer sich das nicht zutraut, der sollte da einen Elektriker fragen. Wenn man das Gerät öffnet, dann ist es natürlich so, dann erlischt auch die Garantie. Ich bin selber kein Elektriker, ich kann zu Hause auch eine Steckdose anbringen, das reicht aber auch, um sowas in der Form zu montieren. Darum möchte ich das hier nicht im Detail zeigen. Und es sind immer Anleitungen, es gibt Leute, die sollten es lieber sein lassen, die sollten auch so realistisch sein und dann, wie gesagt, einen befreundeten Elektriker oder ähnliches fragen, irgendeinen Bastler fragen, der es denen macht. Denen will ich hier nicht noch eine Anleitung zeigen, die wirklich auch nicht perfekt ist. Da bitte ich um Verständnis. Es gibt aber auch hier wieder eine ganz einfache und charmante Lösung, habe ich mir gerade mal bei Amazon rausgesucht, kostet schlanke 17,95 Euro. Das ist ein Fußschalter, den setzt man einfach zwischen die Netzleitung. Ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Einzigste, was mich hier stört, hier ist dieser flache Stecker und hier ist auch diese flache Buchse. Das heißt, da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Ich habe mir den einfach mal bestellt für 17,95 Euro. Könnte man im Prinzip jedes Gerät mit einem Fußschalter absichern. Ist natürlich auch teilweise eine schöne Sache. Gerade ältere Leute haben ja oft das Problem, dass man auch in der Werkstatt mal einen Herzinfarkt bekommen kann. Was macht man dann in dem Moment? Das weiß jeder, der sich mit Sicherheitstechnik beschäftigt. Man krampft und es kann immer passieren, dass man dann zum Beispiel am Winkelschleifer drückt. Wenn man auf dem Fußschalter steht, man würde ja auf jeden Fall umfallen, sich hinsetzen oder ähnliches, dann wäre man gleich vom Fußschalter runter. So viel zu dem Thema. Ich werde es mal ausprobieren und werde mich dann dazu nochmal gegebenenfalls melden. Werde nochmal ein kleines Video dazu erstellen. Jetzt gibt es hier in der Form natürlich zwei Möglichkeiten. Ich werde mir das Ganze an die Wand montieren, werde das immer in der Form nutzen, aber viele werden natürlich die Säge auch weiterhin benutzen wollen. Also wenn man das so gebaut hat, wie ich das hier gemacht habe, bei mir ist es hier noch ein bisschen eng, das müsste ich nochmal ein bisschen nachrichten in der Form, aber ansonsten schön lackiert, sieht wirklich gut aus. Ich kann das jetzt innerhalb von 2-3 Minuten rüsten, kann es auch innerhalb von 2-3 Minuten wieder zurückbauen. Also das ist wirklich kein Akt hier in der Form, das lässt sich wirklich ganz einfach anbringen. Man hat nur oben die Schraube, man hat unten die Schraube, man muss den Sägetisch anbringen mit 2 Schrauben und schon ist das Ganze einsatzbereit. Wenn ich das Ergebnis hier jetzt sehe, dann bin ich wirklich hochzufrieden. Das ist eine ganz einfache Konstruktion, ist aber wirklich grundsolide, ist günstig, kann jeder nachmachen. Mit einem Fußschalter ist das Ganze auch sicher, also verhältnismäßig sicher. Wenn man an so einem Sägeblatt arbeitet, gibt es immer gewisse Gefahren, aber mit so einem Fußschalter ist das Ganze wirklich beherrschbar. Sollte jeder immer wissen, was er da macht. Jetzt wollen wir natürlich vom Anfang auch noch das Aluminiumblech schneiden. Da sieht man jetzt, wie schön man hier Konturen nachschneiden kann. Ich habe mit dieser Säge erstmal 1,5 Stunden, glaube ich, alles kurz und klein geschnitten, was ich so gefunden habe. Von 1 mm über 2 mm Vierkantrohre, über 3 mm Vierkantrohre bis hin zum Schluss auch zu 6 mm geht wirklich alles. Das Blech habe ich hier auch richtig schön ausgesägt. Kann man hier an der Kontur nochmal ganz bisschen nachschleifen. Also ist vielleicht das eins der ersten richtig schönen Sägeschnitte gewesen. Hätte ich vielleicht vorher 2-3 machen müssen. Aber wenn man einmal so ein bisschen das Gefühl dafür hat, dann geht das wirklich gut. Kann man hier richtig schön Konturen schneiden. Auch dickeres Material, auch Stahl, auch Edelstahl. Also die Säge hat wirklich richtig Power. Und wenn man das so sieht mit dem Untergestell, da tun die sich wirklich keinen Gefallen. Wenn man das Untergestell mal ein bisschen besser konstruieren würde, ein bisschen solider ausführen würde, ein paar Sachen ein bisschen verändern würde, dann wäre das wirklich eine sehr schöne Säge. Das sage ich nach wie vor. Aber wenn man die Säge sieht, die kostet so um die 100 Euro im Angebot, dann kann man damit wirklich auch vernünftig sägen. Ich habe da auch mal Videos zu gemacht, das gezeigt. Kann man noch mal ein bisschen nachjustieren in der Form. Kann ich hier unter natürlich auch gerne noch mal verlinken. Verlinken tue ich unter dem Video immer alles, was ich so benutzt habe, alles, was ich so für interessant halte. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn jemand wieder Lust hat, das Ganze nachzuzeichnen, dann könnte ich ihm gerne eine Skizze zur Verfügung stellen. Und wenn der das nachzeichnet, dann würde ich das natürlich hinterher teilen und allen zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß beim Nachbasteln. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Ist so eine kleine Bastelei, die wollte ich schon lange mal durchgeführt haben. Jetzt hatte ich mal einen Nachmittag Zeit. Den einen Nachmittag habe ich
habe ich auch Dicke gebraucht. Also ich habe so ungefähr 3 Stunden gebraucht, musste natürlich ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze mache. Aber im Prinzip denke ich mal, wenn man das Material hat, ist das so eine Sache von 1,5, 2 Stunden. Bisschen bohren, bisschen Gewinde schneiden, bisschen was abschneiden, bisschen was anpassen. Das ist eine schöne Sache, macht Spaß und das Ergebnis ist hinterher wirklich toll und man kann da wirklich toll mitarbeiten. Also meine Werkstatt bereichert das wirklich ungemein.